Das ist das Highlight immer des Oktoberfests. Pissvideos. Pissvideos. Cool. God save the Burger King. Also Tino, das ist ganz toll, dass du jetzt hier direkt hier so reingreifst mit deinem komischen Gag über die Queen. Und ja, wir kommen nicht drum hin, eine zweite Woche über diese Frau zu reden. Was hat die denn in ihrem Leben gerissen, dass sie es schafft, zwei Folgen in Folge, hier irgendwie ihren scheiß Themensalat auf unserem Tisch auszubreiten? Sie ist ihm immer noch tot, also was ja viele verwundert hat, ja. Ja. Sie ist nicht wie Jesus wieder auferstanden. Nein, es ging durch die Medien ein Raunen. Huch, Wolke 2. Ach, immer was? Noch. Woche 2? Was ist denn Wolke 2? Wolke 7? Wolke 7, oh, mindestens. Mit ihrem toten Ehemann. Also ich weiß auch nicht. Das ist ganz schlimm. Aber wir sind Brennpunkt Internet. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Ronko und Tonko. Tonko. Warum nicht? Ja, genau. Und ihr seid alles Honkos. Und wir fassen für euch die vergangene Woche zusammen, ordnen die für euch ein und präsentieren sie auf einem Silbertablett, garniert mit leichten Spitzen und schwarzem Humor statt schwarzem Pfeffer, damit ihr sie verköstigen könnt. Und einen Snickers. Ein nettes Kompliment, was ich von Jules gehört habe. Ich glaube, das hat sie gesagt, als wir in der zur Gamescom in Köln unterwegs waren. Brennpunkt Internet, das ist die einzige Art, wie ich Nachrichten hören kann, ohne Depressionen zu bekommen. Oh. Das ist doch unser Hörerauftrag, oder? Ja. Unser Hörerauftrag. Ja. Dafür machen wir das eigentlich nur. So, Jonas und hier Luisa, bitte aufstehen jetzt langsam, ne? Ich weiß, ihr hört den Podcast immer zum Aufstehen. Noch eine Stunde? Nee, noch so eine Stunde. Ein faules Schwein, der Jonas, ne? Es ist jetzt, guck mal, wie spät es schon ist, nach 12. Ja. Und der liegt noch im Bett. Noch Alter, Jonas, ich sehe dich gerade. Jetzt hast du ja gerade am Sack gekrabbelt. Lass das. Sackratten sind echt schädlich. Rasiert es ab oder wasch dich mal, aber das geht so nicht. Noch eine Stunde könnt ihr noch chillen, aber dann wird aufgestanden, Frühstück gemacht und geduscht, ne? Ja. Aber Jonas, bist du auch so ein Hard-Nerd für so kleine, krasse Spiele so? Weil meld dich mal bei mir, weil ich habe nämlich neulich so überlegt, so aus dem Freundeskreis, wer so, also sich, ich weiß nicht, bei dir zum Beispiel, ob du dich da so 2 Stunden in sowas richtig hart reinnürben würdest. Never. Ja, siehst du. Aber ich habe jetzt D&D angefangen. Dungeons and Dragons tatsächlich. Nicht. Aber wahrscheinlich auch vereinfacht, oder? Weiß ich nicht, ich bin da reingestolpert durch Mios Theatergruppe. Da ist einer nämlich so ein Game Master quasi. Ja. Er und sein Freund. Die Game Master auch mal bei diesen. Genau. Beides gibt es da auch, oder? Ne, ist echt gay tatsächlich, der Game Master, ja, genau. Witzig, okay. Und seine Freunde, und er machen das halt schon seit ein paar Jahren und hat uns gefragt, ob wir da nicht Lust drauf haben. Und das sind jetzt vom Ensemble 3 Stück und vom Team 2 plus ich, so als Anhängsel von mir, dem einen Spieler. Und wir machen das jetzt so alle 2 Wochen ungefähr. Und es ist spannender, als ich dachte. Ja. Es ist so ein bisschen wie halt... Wie halt, es ist halt ein Spiel, aber auch ein Schauspiel, weil du auch in eine Rolle reingehst, weißt du, so rollenmäßig. Ja, das ist ja dir selbst dann überlassen, wie sehr du das ausspielst, aber das kann man schon. Ja, also wir sind ja alles machen. Anfänger, bis auf die beiden Spielleiter so, oder der Spielleiter und sein Freund. Und, oh, ist richtig, ist das eklig, was machst denn du da? Ich knietsche mein Blut aus. Warte, ich hörte das Blut fließen, das machen wir jetzt ja Kuckradio. Sah aus wie so Affenpocken oder so. Ja, nee, die sind geheilt. Jedenfalls ist es irgendwie so ein Spiel, da geht es um, also wir in der ersten Level heißt es, glaube ich, sind wir in so einem Freizeitpark, der verflucht ist und verzaubert ist und so, Mr. Light und Mr. Rich oder so. Und es ist voll spannend tatsächlich und wir sind noch Beginner, aber es macht Spaß. Dann ein ganz kurzer Exkurs auch von meinen Abenteuern. Wir haben wahrscheinlich, also ich habe zumindest nicht so viele Themen diese Woche, deswegen sei uns das gegönnt. Und bevor wir vielleicht auch das eine oder andere ansprechen, was gar nicht so fröhlich ist, können wir auch ein bisschen über Pen-and-Paper-Rollenspiele reden, weil die sind auch ein bisschen im Kommen. Also was heißt im Kommen? Wahrscheinlich sind sie eher schon wieder im Gehen, weil die Rocket Beans hatten ja auch das ganz groß gemacht eigentlich so. Das ist aber jetzt nicht mehr ganz so der Hype. Aber die Rocket Beans sind auch nicht mehr ganz so der Hype. Also who knows? Egal, auf jeden Fall hatte ich so eine, oder ich spiele eigentlich immer die gleiche Person. Und das ist so eine sehr arrogante, eiskalte Killerin, die aber immer ihren Willen bekommen will. Und da waren wir einmal mit Jendrik als Zwerg in einer Höhle. Und da war ein Diamant in der Wand. Und da haben wir wirklich 2 Stunden lang in dieser scheiß Höhle diskutiert, weil ich wollte den Diamanten da raushauen, hat aber weniger Skill, dabei könnte der kaputt gehen und dann ist der halt nutzlos. Stimmt, er könnte ihn rausholen mit seinem Zwergenskill,
aber dann habe ich keine Garantie, dass ich den bekomme. Ich will den ja komplett für mich. Und dann standen wir echt 2 Stunden und haben das ausgespielt, wie wir über diesen scheiß Diamanten diskutieren. Herr Roth ist noch dabei, der dann die ganze Zeit rumtrollt. Das war hervorragend. Am Ende ist der Diamant natürlich zerbrochen und die 2 Stunden waren völlig umsonst. Ja. Und aber das kann passieren. Ich hatte immer in einer, das ist das Geile bei Pen & Paper, du kannst halt wirklich alles machen quasi. Du musst natürlich dich von deiner Vorstellungskraft leiten lassen, aber ich hatte zum Beispiel in einer alten Lampe, die ja so mit Öl aufgefüllt sein kann, so, das hatte ich da rausgemacht und dann habe ich da aber einen abgetrennten Penis von einem besiegten Endgegner da die ganze Zeit mit mir rumgetragen. Witzig. Und habe den dann immer in der Bar und so, wenn da so eine Kneipe ist, habe ich den immer rumgezeigt und dann hat der Spielleiter die Leute auf verschiedenste Arten reagieren lassen. Das ist großartig. Ach, das ist richtig cool. Es war uns noch nicht ganz so frei. Wir verfolgen schon so eine Mission, haben einen Plan, aber auch weil wir noch beginnen damit irgendwie. Ich spiele jemanden, ich bin ein Druide mit einer Drachenfamilie, so ein bisschen Drachenblut. Und ich wurde von einer, habe ich mir selbst ausgedacht, von einer Sekte als Kind entführt, einer rassistischen Sekte, die so Halbwesen halt ausrotten will. Also sowas wie Halbelfen, Halb. Aha, den Rassismus, den du in der echten Welt immer so verstecken musst, den kannst du mal richtig ausleben. Nee, andersrum. Und zwar kam irgendwann raus, dass ich halt nur entführt wurde, dass sich meine Eltern getötet haben, diese bösen Leute. Und dann wende ich mich von denen ab und die verfolgen mich halt jetzt. Okay. Und der Spielleiter will halt ab und zu jetzt einbauen, dass ich von solchen verfolgt werde und flüchten muss vor denen, weil ich halt verraten habe. Jetzt bin ich halt das Gegenteil davon. Ich habe jetzt Sympathiepunkte gegenüber halt so Halbwesen. Weil ich jetzt besonders empathisch bin, weil ich vieles aus meiner Vergangenheit wieder gut machen möchte. Und das ist schon witzig. Aber noch konnte ich es nicht ausleben, weil Level 1 war noch so zu einsteigen und jetzt geht's richtig los. Okay. Richtig witzig. Ich finde es eigentlich am geilsten immer, wenn man so richtige Nachteile hat. Wie halt bei mir ist die Arroganz und Engstirnigkeit und Kämpfen zum Beispiel, will ich dann auch immer besonders cool sein. Und man muss ja oft würfeln. Genau. Und ich versuche immer besonders heftige Manöver zu machen. Und dann ist das Würfeln natürlich super schwer. Und dann entweder breche ich mir mal den Fuß oder lande auf den Kopf und so. Das ist hervorragend. Ich glaube, ich darf nicht lügen, kann mein Charakter. Also kann ich lügen. Und kann ich nicht mehr schreiben, hat seine Fähigkeit zu schreiben verloren. Meine Mission ist es, rauszufinden, warum ich nicht mehr schreiben kann. Ja, nur das als kurzer D&D-Einstieg hier. Genau, wo wir gerade von königlicher Rasse mit Drachenblut sprechen. Dead and Dead. Ja. Die komische Queen da, ne? Die wird jetzt gerade zu Grabe getragen. Und ei, heißa, hopsasa, ist das ein Fest. 30 Stunden lang warten die Leute mitunter in einer Schlange, die bis zu 5 Meilen, also was weiß ich, 7,5 Kilometer lang ist, in Schlange stehen, um nicht mal, also da siehst du vielleicht einen Sarg oder so. Wahrscheinlich siehst du alles sehr viel besser, wenn du es einfach im Fernsehen schaust oder es einfach sein lässt, weil diese alte, verrottete Leiche will halt keiner sehen, der Menschenverstand hat. Aber da denke ich mir, die Leute fragen sich, wie das damals mit dem Hitler sein konnte, dass da so ein Führerkult ist, ja. Stimmt. Und jetzt ist da so eine Omi, die seit 40 Jahren nichts macht, ja, und die stirbt und die Leute, och Gottchen, das muss ich mir angucken. Es ist halt so eine Sensation, ne? Du kannst halt deinen Enkeln erzählen, dass du die Queen tot gesehen hast. Wow. Das ist es vielleicht, keine Ahnung. Ich würde meinen Enkeln gerne erzählen, dass ich die Queen tot gemacht habe. Wir haben ja hier oft auf ihren Tod gewettet. Dieses Jahr nicht. Ja. Da passiert es einfach. Naja. Aber was die interessanteste Geschichte diese Woche war, war ein Tweet von einer Person, der zensiert wurde, weil er, und das ist ein Zitat, abusive to the Queen war. Nachdem sie gestorben ist, wohlgemerkt. Also missbraucht. Ja, naja, das verletzt halt die Gefühle der toten Queen, verstehst du? Die Arme, klar. So, und diesen Tweet musste ich nämlich eben schnell noch raussuchen. I heard the chief monarch of a thieving, raping, genocidal empire is finally dying. May her pain be excruciating. Also es ist schon hart formuliert, ne? Also die Chefin einer Monarchie, die raubend, brandschatzend, vergewaltigend und genozidverübend durch die Welt gezogen ist, ist am Sterben und möge ihr Schmerz ganz besonders heftig sein. Und zu dem Zeitpunkt, als der Tweet veröffentlicht wurde, war sie halt noch nicht tot, aber diese Nachricht, der Queen geht's schlecht und sie ist tot, das waren ja so 1-2 Stunden oder so. Mhm. Ja. So, das heißt, prinzipiell war sie eigentlich schon tot, als dann der Tweet relevant war. Mhm. Und dann hieß es, nee, das können wir nicht machen. Das verletzt die Gefühle dieser armen alten Frau. Ja, weiß nicht.
Verstehe ich nicht. Aber es gab wohl auch viele Fake-Meldungen zwischendurch schon. Sie ist schon tot, aber es ist doch noch nicht tot. Es gab wohl auch so Twitter-Accounts, die hießen dann irgendwie BBC Breaking News, die aber halt nur Fake waren natürlich, ne? Die dann schon geschrieben haben, schon Stunden vor dem Tod, dass sie tot sein soll. Und es war wohl eine sehr verrückte Nachrichtenlage in der Zeit. Ja, soll man denn Tote so, weiß ich nicht, so herabwürdigen? Ich finde in dem Fall schon. Denn ich denke, dass das ja inhaltlich erstmal stimmt, was er da erzählt, dass die Person da Sie. schreibt. Sie, okay. Uyu Anya, das Ja. ist eine Professorin. Also es ist ja inhaltlich erstmal richtig. Es ist hart formuliert, aber ja, sie hat halt Genozide und so gebilligt, hat sich halt, hat. Da haben wir alles schon diskutiert, ja, stimmt ja Ja, alles. also das Ding ist, es geht ja in dem ersten nicht mal direkt gegen sie. Sie sagt ja nur, das ist die Monarchin einer Nation, eines Imperiums, bla bla bla. Und nicht, dass sie persönlich jetzt Leute vergewaltigt hat. Ja, hat sie auch nicht, nee. Nur halt, Also nicht wissentlich. möge ihr Schmerz sehr groß sein. So. Ja, das ist eine Sache, wo ich sagen muss, das hätte ich jetzt nicht formuliert, so. Ja, also, Tatsächlich. ja, hätte ich nicht formuliert, aber also dieser Gag von wegen, diese tote Frau kriegt ihre Gefühle verletzt, ist halt trotzdem ein Witz. Ja, also ich finde halt, man kann das alles so ein bisschen differenzieren. Man Nicht, dass die kann. aus dem Jenseits, weißt du, Gott, bei der Pforte zum Himmel, da ist bestimmt so ein Livestream und da sieht man so die Tweets durchlaufen, wie bei Hart aber fair, und dann steht die Queen da und denkt sich so, och. Neben Frank Plasberg, das wäre witzig. Ja, genau. Ja, ich finde, man kann jetzt differenzieren, man kann halt sagen, ja, dieses Amt ist eh bescheuert, dieses ganze Königsding ist scheiße, aber jetzt ist doch immer schade, wenn irgendwie eine Person stirbt, die war ja auch eine Mutter, eine Oma, eine Schwester. Es war richtig schade, als Hitler gestorben ist. Ja, gut, das ist jetzt wieder, aber ich meine halt, man kann auch sagen, ich bedauere es für die Menschen, die sie halt persönlich kannten und sie wird jetzt vielen fehlen und sie war ja auch in vielen Dingen schon durchaus auch integer so. Aber insgesamt, ja, okay, ich finde, dieser Tweet trifft es auf den Punkt, aber qualvoll sterben hätte sie jetzt nicht müssen, Also von mir ich finde, aus. nur eine Sache trifft es mehr auf den Punkt und das ist, ich glaube, Felix von die Supernanny, der auch vor seinem Bluescreen-Computer sitzt und zu seiner Mutter sagt, die in dem Fall jetzt die Queen wäre, Verpiss dich, Alte! Das reicht doch schon, oder? Um auf das Grab zu spucken. Ja, es gibt natürlich, also jetzt mal ganz ehrlich, 30 Stunden, für was würdest du denn 30 Stunden warten? Man muss dazu sagen, ja, also wirklich. Sympathien oder Empathie gegenüber diesen Leuten. Es ist ja nicht etwas wie jetzt irgendwie ein Mitternachtsverkauf für ein neues Videospiel, was du halt sowieso bekommst. Es ist schon 30 Stunden für eine Sache, die du Die quasi nie einmalig wieder ist, ja. bekommen kannst. So. Muss man dazu sagen. Aber es ist halt, also aus meiner emotionalen Wahrnehmung ist es 30 Stunden sich anstellen für, du siehst eine Bockwurst, die auf zwei Beinen läuft für 3 Sekunden. Es ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Hätte man das nicht einfach so online einfach buchen können, dann geht man dann zu seinem Termin hin, wie bei der Corona-Impfung. Sagt, ich würde ganz gerne zur Queen gehen. Ja, ist noch was frei. Am Sonntag, 9:45 kommen sie pünktlich, bringen sie ihre Maske mit. Und Selfie-Kamera war da. Kostet halt jetzt pro Person 5. Was haben die da? Pfund, Pfund. genau, Pfund. Die haben kein Kilo dort. Und dann ist halt, als es gegessen, aber anstehen dafür. Ja. Und auch praktisch gesehen, wenn du dann da stehst, dann machen die auch irgendwann mal den Kahn zu oder sagen doch, dann jetzt ist mal hier geschlossen, morgen geht's weiter. Ist das so ein Dann müssen offener die ja. Sarg, ja? Haben die da präpariert oder Das was? weiß ich nicht. Ich meine, jetzt ist ja, ich meine, jetzt ist ja auch logistisch gesehen, die werden ja nicht die ganze Zeit 24/7 da offen haben und die da durchmarschieren lassen. Sie werden ja auch Öffnungszeiten haben, von die Queen ist zu sehen Der von. Sarg hat Öffnungszeiten. Ja, oder da, wo sie halt aufgebahrt ist, so von 7 bis 10 oder so, ist halt offen, danach wird er geschlossen. Wenn er nicht nachts um 3 Leute an den Sarg lassen, dass da Personal steht, was dann aufpasst, oder? Keine Ahnung. Und dann müssen die auch quasi dann da zelten. Das ist ja wie bei diesen iPhones oder bei irgendwelchen Kinofilmen so, dass sie auch gezeltet haben, schon 2 Tage vorher. Und dann muss sie auch dann immer vorrücken, wenn die Schlange vorgeht. Stell dir vor, dass dann so ein Wurfzelt, pennst dann dort und dann überholen dich schon 20 Leute, weil du halt weiter gepennt hast, aber die Schlange ging halt schon weiter. Ja. Und für die Frage, wofür ich anstehen würde, es gäbe eine Sache, Ein es wäre eine Falco-Konzert. Zeitmaschine, ja, Ja. und ich dürfte ins Jahr 19, ich würde sagen, so in die 90er reisen, wo Falco schon etwas reifer war, Das und mir so ein Konzert von dem ist angucken. ja ein Witz in sich, weißt du, wenn du 30 Stunden anstehst für eine Zeitmaschine, in der du dann eh zurückgehst, bevor du da angestanden Siehst hast. du, guck mal, ja, Ja. also, siehst du, wir wollen keine Zeit verlieren quasi. Ja, Hammer. Also mir fällt aktuell nicht so wirklich was ein.
Also nichts Realistisches. Klar würde ich jetzt sagen, ich würde mich 30 Stunden anstellen für Dragon's Dogma 2, wenn ich es sonst nicht bekomme. Aber das ist ja nicht so. Also ist es Quatsch. Keine Ahnung. Ich würde für jeden Podcast-Hörer und jede Podcast-Hörerin von uns anstehen. Na klar. Mindestens 30 Stunden. Ja, und ich möchte euch allen die Puppe schmatzen. Ihr seid ganz toll. Was auch ganz toll ist, ist Prinz Charles, der jetzt König Charles ist. Da ist nämlich diese Woche auch so ein, ja, so ein Bericht veröffentlicht worden, dass der so ganz absurde Maßnahmen verlangt, so von seinen Bediensteten. Unter anderem sollen ihm die Schnürsenkel gebügelt werden. Mhm. Was ist das? Also, ich weiß, was ein Schnürsenkel ist, aber was will man damit erreichen? Die sind doch immer gerade. Aber müssen irgendwie Könige und Königinnen nicht immer so extrem vornehm aussehen. Keine Falte, kein irgendwie Risschen in der Hose, sondern es muss alles perfekt sein. Und er wird so einen Standard haben, der König Charles, dass sogar die Schnürsenkel gebügelt werden müssen. Und es soll ihm eine Person die Zahnpasta auf die Bürste auftragen. Tja, nicht, dass auf sein perfekt gestriegeltes Outfit ein kleiner Spermafleck kommt von der Zahnpasta. Na, sind die das denn gewohnt so? Ich meine, er war ja auch Prinz jetzt irgendwie sein ganzes Leben lang. Wurde ihm da auch schon irgendwie die Poperze geschmatzt und wahrscheinlich. Dann... Wahrscheinlich. Also... Die Ohren freigeleckt von Schmalz und irgendwelchen... Bestimmt, ja. Irgendwelchen Personal. Naja, es ist ja echt so ein Karikaturding irgendwie, ne? Man stellt sich ja immer so Könige und Königinnen in Büchern vor, die irgendwie zu jedem Meter getragen werden. Und dann wird Frühstückseine frisch morgens aus den Händen gezapft und ja. So. Und Zähne geputzt mit einer Maschine und so weiter machen ja andere. Und das ist Realität, das finde ich schon krass. Ja. Und er kann es gar nicht mehr. Ich meine, er ist jetzt auch schon 70 irgendwas, ne? Das ist ja nichts in Royalty-Alter. Nee, aber trotzdem ist er ja auch schon sicherlich etwas gebrechlicher. Und muss vielleicht aus gesundheitlichen Gründen sich die Zahnbürste irgendwie herrichten lassen, was er nicht mehr kann. Hm. Kann ja sein. Ich kann dem gerne mal die Schnauze herrichten, wenn er will. Oder sein Gesicht bügeln. Ja. Also wenn es echt so ist, ist es einfach eine Marotte. Er ist zu faul und denkt, ich bin der König, ich muss das nicht selbst machen. Dann ist es für mich ein, wie heißt denn das? Daumen runter der Woche? Was gab's ein bei? Fail der Woche. Fail der Woche, genau. Ja, wir machen ja Newstime jetzt hier wieder groß. Genau, Daumen nach unter unten der Woche. Nee, also den Fail der Woche hat er auf jeden Fall, aber nicht dafür. Der wurde nämlich auch gehackelt. Ja, also Hackler sind ja nicht die Hackler und Kochs. Mhm. Also wenn er gehackler und kocht geworden wäre, das wäre auf jeden Fall eine 10 von 10 gewesen diese ja, Woche. Ja, ja. Aber bei dem ja, bei der Queen nicht, oder was? Naja, das wäre jetzt unerwartet gewesen. Die Queen ist nicht unerwartet. Naja, mehr oder weniger. Ja, so. Also, er wurde gehackelt. Und zwar hat er quasi so in die Menge rein so, oh ja, hier Leute, ich fass mal den Pöbel an und sag mal hallo. Und dann hat einer gesagt, ey Charles, während du hier deine Parade abhältst für 100 Millionen Pfund, können wir unsere Heizkosten nicht bezahlen, das wird hier von Steuern bezahlt, deine Scheiße. Und er guckt so hin und dreht sich weg und geht. Also hat sich mit dem Pöbel gar nicht auseinandergesetzt. Hat er gar nicht verstanden, glaube ich, was das überhaupt ist. Heizkosten? Ja. Der spricht dieses ganz alte Englisch. Spricht kein Englisch. Aber es ist richtig. Nee, warte mal, jetzt wird es Spanisch. Ja. Ja, es ist halt auch das Ding, dass er das wahrscheinlich gar nicht so richtig kennt, Heizkosten. Das sind auch so Sachen, die nicht interessieren werden. Und es gab auch wohl Meldungen davon. Der wirft einfach die Bediensteten ins Feuer, wenn es ihm zu kalt ist. Guck, oder die Königin jetzt vielleicht auch. Ja, hoffentlich. Und nee, es gibt ja auch schon Meldungen darüber, dass immer mehr Menschen unzufrieden sind mit der Monarchie dort und mit diesem Repräsentantenhaus da. Und dass es möglich ist, dass es nicht mehr lange existiert. Also, die Menschen irgendwann mal sagen, hier, ja, aus. Man muss dazu aber Mickey sagen, Mouse. Also es ist Tendenz steigend, gerade unter jungen Leuten, aber es sind trotzdem noch irgendwie, ich glaube, 70%, die das alles gut finden. So. Aber er hat ja recht hier mit, hier, die leben da in Saus und Braus und Prunk so und Stunk und die wissen nicht, wie sie ihre Heizkosten zahlen sollen. Auch ein Thema übrigens der Woche. Eieiei. Ja, weil du deine Abkosten, deine Nebenkostenrechnung. Ich habe sie bekommen. Es ist nicht ganz so saftig wie andere, aber es ist schon, dass ich dachte, huiuiui. Mein lieber Shiva. Ja, London hat auf jeden Fall schwer zu kämpfen gehabt diese Woche. Es gab auch noch eine kleine Auseinandersetzung, die viral gegangen ist. Da sind, ich würde sagen, fast 10 so Bobbys, so Polizisten, auf eine Person losgegangen und wurden gestabbt, haben Stichwunden davon getragen. Jetzt nichts Ernstes und so, aber war ein heftiger Brawl. Der hat halt sich wirklich gegen diese 10 Leute relativ gut gewehrt, bis ein strahlender Held daherkam. Und er hatte die Waffe der Wahl dabei, um sich da gegen diesen Angreifer zu verteidigen. Tino, was denkst du, was hatte er dabei? Ein Schwamm. Nein.
Blumentopf. Näher. Oh. Naja, ist noch nicht so. Sand. Nee. Nee. Er hat sein Fahrrad genommen, hat es über dem Kopf gehabt, also wirklich so, ist so 20 Sekunden mit diesem Fahrrad über dem Schädel so rumgelaufen, um ein Opening zu sehen, wenn kurz die Polizei nicht im Weg ist, und hat dann volles Rohr diesem Typen mit dem Messer dieses Fahrrad über den Dez gehauen, und dann haben die Polizisten ihn festhalten können. Ja, Fahrrad und Blumentopf ist ja nah dran, ja. In der Funktion auch. Ja, du bist halt größer geworden. Ne? Ich bin gerade mit dem Blumentopf hierher gefahren, übrigens. Ja, sehr gut. Ja, das finde ich witzig. Also man muss ja kreativ sein und Not macht erfinderisch tatsächlich. Ja, also grobschlächtige Gegenstände, die sind schon solide Waffen. Ich bilde mir auch ein, dass wenn ich mal irgendwie echt in Gefahr bin, ich könnte mich, glaube ich, ein bisschen wehren. Also ich kenne ja so ein paar Schläge. Das Adrenalin pumpt. So ein bisschen so in die Nase rein oder hier ins Dreieck. So du bist dann, du bist die Mutti, die das brennende Fahrzeug über ihrem Kind hochhebt. Ja, zum Beispiel so. Ja. Also bilde ich mir auch nur ein. Kann sein, dass wenn ich echt in Gefahr wäre, so bin ich nicht so, aber... In meinem Kopf denke ich mir, na klar, einfach zuschlagen, so in die Fresse. Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht denkt sich das Scholz auch. Der telefoniert nämlich wieder mit Putin. Ich habe vorhin im Livestream, Herr Rodes streamt gerade mal wieder ab und zu live, ja, Nougat-Bits mit einer Null statt einem O. Kreativ. Und ich habe ihn nämlich gefragt, was ging eigentlich diese Woche, weil ich nicht so angeschlossen war. Und hat er gesagt, wisst ihr auch nicht, Scholz und Putin telefonieren wieder. Ja, das war's dann. Ja, machen sie auch, ja. Telefonieren ist sowieso eine ganz tolle Sache. Ich habe das Gefühl, das macht man heutzutage nicht mehr so, weil das, also vielleicht schließe ich da sehr von mir auf andere, aber das ist halt so dieses vergangene Relikt, was halt jetzt nur noch ältere Menschen und Scammer machen, ja. Also entweder irgendwelche Ämter rufen dich an, da hast du keinen Bock drauf, oder es sind Scam-Nummern, oder es sind deine Großeltern oder auch mal Eltern. Alles hast du keinen Bock drauf. Es ist bei mir nicht ganz so. Also ich werde schon angerufen, auch von wichtigen Sachen. So. Also gerade irgendwie beruflich oder ja, so. Ja, aber so richtig so, also ich sag mal privat, worauf man sich freut, sag ich mal. Oder worüber man, macht doch halt eine Sprachnachricht oder so. Ja, mit den Großeltern eher, stimmt. Also mit Opa mal telefonieren, mit den Eltern mal telefonieren. Aber Privatvergnügen ist es eigentlich nie so richtig mehr. Ich finde auch, dass es einfach viel weniger zielführend tatsächlich ist. Also klar haben auch öfter schon Leute gesagt, nee, wir kurz telefonieren, ist besser als 20 Minuten Nachrichten schreiben. Nee. Aber ich habe eher das Gefühl, dass beim Telefonieren die Tendenz dazu ist, eher zu... Aber es kann schon schnell gehen. Also ich verstehe Menschen, die dann sagen so, ich rufe dich jetzt mal ganz kurz an, wir klären das jetzt mal ganz kurz. Ihr wollt jetzt ich glaube, es kommt aufs Thema drauf an oder so. Ich weiß es nicht. Also jetzt das Letzte, wo es mir aufgefallen ist, weißt du, zum Beispiel, als wir in Hannover waren, da war ich halt am Bahnhof, hatte die Adresse, wo ich hin musste, war schon mit dem Brett quasi den halben Weg da, hatte eine Nachricht schon wieder hier, da und da musste hin und dann wurde ich angerufen und dann denke ich mir, hey, ich bin fast da, warum soll ich jetzt noch telefonieren und so. Ja, das ist sinnlos, keine Frage. So, das war das Letzte, woran ich mich jetzt erinnert habe. Aber ich muss sagen, bei so Behördensachen rufe ich lieber an. Weil ständig gehen... Selber anrufen, ja, auf jeden Fall. Das ist das Ding. Ja, ich selber rufe auf jeden Fall bei irgendwelchen, wo ich mich jetzt wochenlang mit der GEZ rumgeärgert habe, was jetzt so halbwegs ein bisschen geklärt wurde, da rufe ich sofort an, Alter, und mach hier Stunk, ja. Aber schreiben Sie eine E-Mail und wir schicken dann einen Brief zu. Halt's Maul, Alter, ich rufe jetzt hier an, ich will's schwarz auf weiß, deinen Namen will ich auch. So, ja, auf jeden Fall. Aber Ämter mich anrufen, fuck off. Die sollen dich in Ruhe lassen. Die rufen selten an, wenn es passt halt. Ne? Das ist ein bisschen das Blöde. Ja gut, dann so gesehen, ich werde auch nicht gern angerufen. Ich rufe ganz gern an, so, aber ich werde nicht gern angerufen, weil ich bin ja auch ein Mensch, ich bin schnell überfordert, wenn es so plötzlich kommt. So. Ich bin so gerade irgendwie am Masturbieren oder am Film gucken. Immer, so. Ständig. Das ständig. Ist halt wirklich. Ey, und dann vibriert das Handy heutzutage nicht mal mehr, weißt du? Da kann sie nicht mehr verwenden, wenn sie anrufen. Ja. Oh, das ist richtig dumm. Und auf einmal wirst du so rausgeholt. Ne? Du bist irgendwie gerade im Tunnel, machst irgendwas Spannendes und dann ruft jemand an und denkst da gar nicht dran. Oh. Wie auf der Straße. Du gehst spazieren oder musst irgendwo hinlaufen. Bist die Gedanken gerade irgendwie beim, weiß ich nicht, beim nächsten Masturbieren. Genau. Ja. Und dann kommt jemand und spricht dich an, du musst Smalltalk führen. Hm. Das Schlimmste. Ja. Manchmal kannst du halt in der Jacke so schon anfangen mit Masturbieren. Ja, klar, keine Frage. Ich glaube, du musst hier nochmal ein bisschen näher so ran. Ich gehe näher ran jetzt hier. Hol ich dann wieder so und du bist dann halt hier so, wie haben wir es hier? Es ist doch ein bisschen mehr auf dich gerichtet. So. Jetzt habt ihr hier Störgeräusche gehabt, professionell halt's Maul. Wer auch mehr masturbieren muss ab sofort, ist Jenny Elvers. Ja, unbedingt. Ist das nicht die hässliche? Die ist glücklich Single, habe ich mir aufgeschrieben. Na, das wundert mich. Also für alle Fans, sie ist wieder frei.
Jenny Elvers. Ah, das ist nicht die Rapperin. Warte mal, Schwester Eva war das. Aber fast das gleich. Ist fast das gleiche Kaliber, oder? Jenny Elvers ist eine Schauspielerin, glaube ich, gewesen. Ach so, ich glaube, ich habe die gerade verwechselt. Und die war ganz oft mit so B-Promis zusammen, weil sie ist auch ein C-Promi irgendwie, wenn man das so schön ausdrückt. Ja. Mark Terenzi, glaube ich, und so weiter. Und ganz komische Leute. Aber das ist es aus mit Mark Terenzi. Okay. Und du kannst der Nächste sein, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Okay, ich habe nicht so Interesse. Nee, schade. Nee. Ich habe aber Interesse zu erfahren von dir, ob das jetzt hier korrekt ist, was ich hier sehe. Dein Lieblingsthema Falco hatten wir jetzt. Über Wrestling hattest du auch länger nicht. Aber über die AfD, Tino, was ist denn da los? Die ist so ein bisschen raus bei dir im Thema. Ja, weil es ist immer die das Gleiche. Die haben sich durchgespielt, ne? Das ist so. Ja, das Witzige war, sie haben so Gummibärchen verteilt. Aha, genau darauf wollte ich hinaus. Genau, und die sind dann aus. Es ist halt, die AfD hat ja in ihrem Logo so einen Pfeil. So einen roten Haken nach oben, ne? Ja, kein Kreuz dran, aber ein roter Haken nach oben. Und dieser Pfeil, wenn der so nicht ganz so spitz dargestellt wird, sondern etwas abgestumpft, dann hat er schon so leichte Eichelform, wo wir gerade von Masturbation reden. Es sieht auch aus wie so ein Phallus. Also es ist auffällig, so. Genau. Das Auffallus. Und das wären quasi CSD-Gummibärchen eigentlich, wenn die auf dem CSD willkommen wären. Also, das ist die Bestätigung, you're a bunch of dicks, AfD. Hm. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Die Frage ist natürlich, haben die uns jetzt outplayed, weißt du? Haben die AfD uns gespielt und wissen natürlich, wenn wir hier so einen Scheiß machen, dann berichtet der Brennpunkt über uns und wir sind wieder in aller Munde wie unsere komischen Gummibärchen. Ja, was die AfD ganz gern macht, ist auch manchmal bewusst Sachen falsch posten, die nicht stimmen, also bewusst lügen oder aufpauschen, um Kommentare zu generieren, um halt Reichweite zu kriegen, Follower und so weiter und Aufmerksamkeit und um in den Medien stattzufinden. Das ist schon eine Masche von denen. Ja. Und das kann, also meinst du, die haben vielleicht mit Absicht Schwanzgummibärchen designt? Nee, das war einfach nicht, die haben nicht nachgedacht, glaube ich. Das haben sie nicht gecheckt vorher oder waren vielleicht zu naiv, ich weiß es nicht. Aber es sind rote Pimmel. Komm. Es sind rote Pimmel. Ja. So sieht mein Pimmel auch immer aus, nach jedem Sexmarathon, den ich habe. Oh. Rot, auch in der Größe so. Wenigstens sind es keine braunen oder schwarzen Pimmel, weißt du? Zum Glück nicht. Das zum Glück schlimm. Schön arische rote Pimmel, zum Glück. Der Blau wäre auch gut gewesen, aber gut, zum Logo passt halt mehr dieses Rot. Hm. Ja, die AfD ist gerade langweilig für mich, finde ich. Hm. Ich beschäftige mich immer noch viel mit denen, natürlich, weil ich sehr immer noch politisch interessiert bin, aber ich will nicht in der Ausgabe irgendwie einen Block schenken, das haben sie nicht verdient gerade. Okay, na dann löschen wir die letzten 5 Minuten einfach. Ja, voll gerne, weg damit. Okay, ich habe kurz zurückgespult. Ich habe ein kleines Quiz für dich. Oh ja, 5. 5 ist die Antwort. Ist nicht ganz richtig. Ja, shit. Und zwar, es ist vielleicht nicht ganz so krass, aber... Alter, das war ganz kurz. Ich habe gerade richtig Flashback gekriegt, Alter. Das war ein Premium-Prank. Leute, die eventuell zuhören und noch in der Schule sind, mach das mal, ja? Vielleicht haben das auch viele damals gemacht. Ganz kurz, sorry. Ja, alles gut. Aber es kam gerade so lebhaft zurück. Also ein guter Kumpel von mir, der Max in der Schule, ja, der war genauso ein Spitzbub wie ich. Mhm. Und er hat mich halt auch einmal so richtig gut verarscht, ja. Mhm. Und man kennt das ja, dass man in der Schule drangenommen wird und die Antworten nicht kennt. Gelegentlich. So, und ich werde halt drangenommen, sitze neben Max, guck, frag nach vorne und er flüstert mir zu, 4. Und ich habe halt 4 gesagt mit voller Überzeugung. Mhm. Und es hat überhaupt nichts mit der Frage zu tun gehabt. Es ist so gut. Es wurde dann halt irgendwie gefragt, was weiß ich, in welcher Einheit wird XY dargestellt? Oder? Und dann wirst du angesprochen und sagst 4. Es war so gut. Also Props an dich, Max. Der hatte übrigens diese Woche auch Geburtstag am 15. vorgestern. Glückwunsch im Nachhinein. Ja, geiler Typ. Und danke für diesen Witz. Bei uns war es eher so, dass man, also ich nicht, aber so gerade so die Leute, die ein bisschen einfacher gestrickt waren, wenn die Fragen nicht verstanden haben, haben die immer nur gesagt, no. Das war so. Und Sarah, weißt du, was ist? No. So, das war bei uns so ein Ding in der Klasse. Und ich fand es immer schon bescheuert. Okay. Das ist bei mir hängen geblieben. Jetzt habe ich dich mit deinem Quiz unterbrochen. Es tut mir leid. Ist auch gar nicht so krass, aber ich dachte mir, es könnte witzig sein für den einen oder anderen. Und zwar Thema Gendern. Oh, ja. Oh. Und es gibt eine Person, die hast du vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Weiß ich Mann! Nicht. Ein Mann, genau. Ah, siehst du? Hast du nicht auf dem Schirm. Und zwar hat ein Schlagersänger gesagt, ein alter Mann, ja, der große Konzerte immer noch gibt, hat sich fürs Gendern ausgesprochen. Mhm. Er sagte, man muss Sprache korrigieren. Wer war es? Okay. Florian Silbereisen. Der ist doch nicht alt. Naja, es geht.
Olaf der Flipper oder Roland Kaiser. Wer von den dreien ist ein Genderfreund? Also ich kenne dich ja, das muss ja einer von den Flippers sein. Du bist doch im Flippers-Hype. Ich liebe die Flippers, aber es ist nicht so, es ist Roland Kaiser. Okay. Der war meine Liebe vor den Flippers quasi. Mhm. Und der hat tatsächlich jetzt in einem Interview gesagt, dass er schon immer gegendert hat, so mit, also von wegen Freundinnen und Freunde und so. Mhm. Und ich habe das Interview gelesen und sie fragen ihn was zum Thema Gender. Und ich dachte mir, der Nächste, der jetzt irgendwie kotzen muss. Ja. So, aber er sagte, nee, er hat das durch seine Kinder so ein bisschen mitbekommen und er findet das furchtbar wichtig. Sprache verändert sich einfach. Ich finde es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und den Gedanken zu verstehen, denn der Gedanke dahinter ist etwas Positives. Das ist auch für ältere Menschen ein vernünftiger Lernprozess. Und ich dachte, Alter, Roland fucking Kaiser ist woke. Mhm. Er ist der woke Kaiser. Roland Kaiser. Und deswegen kriegt er heute für mich einen Platz in der Playlist. Okay, oh shit, also ja, ich hab zum Glück was ganz anderes. Das ist okay. Roland Kaiser. Er ist echt der... Was kann man denn sagen? Was denn also kann man ist, diese Woche sagen, Kaiser größer als König? Muss man so sagen, aber weitaus mehr. Ja. Also für mich ist Roland Kaiser der wichtigste Schlagermonarch überhaupt. Roland ist ja sowieso ein guter Mann. Wir hatten ja Roland hier öfter schon zum Thema. Genau, Dion Kaiser. Roland Xabel. Ja, das ist sehr schön, Tino. Jetzt habe ich vergessen, was ich für einen Gag machen wollte. Ach so, ja, wenn der alte Mann sagt, das ist wichtig und man macht das auch zum Beispiel in der Grundschule und redet so mit den Fenstern, ja. Ist man dann ein Kindergender? Gut, ja, ja, gefällt mir. Gut. Was viel nicht gefallen hat, und das ist das Thema der Woche, das ist für mich der virale Hitler. Okay. Ich würde ihn jetzt schon mal droppen, und zwar Ariel. Ach, stimmt. Es ist eigentlich nicht neu. Wir haben ja, das schon mal diskutiert. Denn nee, ich habe dieses Thema auch schon, aber ich habe alles schon dazu gesagt. Ja. Ich habe nämlich einmal einen Tweet abgesendet, das mache ich ja sehr selten. Ja, tatsächlich. Da habe ich gesagt, diese ganze Thematik ist nur passiert, weil die Leute immer gedacht haben, die heißt nicht Ariel, die heißt Ariel. Ah, Ja. Und es ist nämlich die Wehrmachtsfrau. Ariel, die Meerjungfrau. Die Meerwacht, ach, halt's Maul. Wir können auch gerne einen Punkt setzen. Ich finde, das trifft's eigentlich voll aus. So. Das haben die immer gedacht, weißt du? Und jetzt haben die einmal nachgelesen und dachten, das ist doch die Wehrmachtsfrau, warum ist die auf einmal schwarz? Hm. Das ist nämlich die Erklärung für die Leute, die das nicht mitbekommen haben. Ariel ist jetzt schwarz. Ursprünglich sollte die, glaube ich, grün sein oder war auch grün in ersten Zeichnungen oder so. Es ist doch eine uralte Geschichte. Ach so, ganz weißt früher. Du? Ich dachte, das ist im aktuellen Film. Nee. So. Ist ein fucking Fisch. So. Ja? Egal. Es ist doch alles fiktiv und weiß ich nicht. Und auch hier wieder, was ich letzte Woche schon gesagt habe oder vorletzte, das wird nicht gemacht, um irgendwie politisch korrekt zu sein, sondern weil man mehr Geld damit verdient, weil es halt gerade irgendwie... Also klar hat es irgendwie was damit zu tun, dass es gerade halt... Mhm. Ich glaube nicht, dass gewürfelt wurde, welche Hautfarbe sie hat, sag ich mal. Ist nicht zufällig. Eine asiatische Ariel wäre spannend gewesen. Ja, warum nicht? Ich glaube, da hätte sich keiner beschwert, oder? Also ich glaube, asiatisch wird halt mehr als weiß, in Anführungsstrichen, wahrgenommen. Ach so, ja, kann sein, dass viele gesagt haben, endlich eine geile Ariel, eine geile Asiatin. Ja, nee, einfach weil halt die Hautfarbe ist halt prominenter als ein bisschen anderes Gesicht und dunklere Haare. Ach so. Ja, es kann sein, dass es, weil sie schwarz ist, es noch mehr aufstößt. Das ist halt einfach so mir scheißegal, Alter. Ja, wir müssen es auch nicht, ich finde dein Tweet ist voll okay, der reicht völlig als Statement aus. Nehmt mir jetzt zwar die Grundlage für die nächsten 20 Minuten, die ich erzählen wollte. Echt, ja? Nee, gar nicht, keine Ahnung. Ich wollte es einfach einbringen. Aber gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil ich hatte das nicht mit aufgeschrieben. Weil jetzt der Trailer halt raus ist, ne? Und es gibt auch so einen Zusammenschnitt von so schwarzen Kindern, die sich halt übelst freuen, die es halt nicht wussten. Und die Eltern haben halt den Kindern diesen Trailer gezeigt. Und es ist so süß, wie ganz viele in die Kamera gucken und sagen, she's black, oh my god, she's black. Ich will das jetzt aber anders vorstellen. Irgendwie so Wonder Woman, neuer Trailer kommt raus und so Kinder im Kindergarten werden das gezeigt. Sie ist weiß, ja, oh geil, ist eine Weiße. Nee, warum kommt das nicht? Weil nämlich weiße Leute schon Millionen Heldinnen und Helden haben im Fernsehen und im Film. Und das kennen halt schwarze kleine Mädchen und Jungs nicht. Die sind doch immer nur... Jein. Also es ist auf jeden Fall weniger, aber es gibt viel weniger. Es gibt schon Leute. Klar, aber es ist ganz, ganz selten. Die Peoples of Colors. Und jetzt so eine wichtige Figur wie Ariel, die ja wirklich ein großes... Die interessiert doch kein Schwein mehr, Alter. Ich finde es Ariel... Das Meer ist überfischt. Ich finde, wir sollten jetzt langsam mal aufhören, irgendwie mit Fischen zu interagieren. Ja, aber ich meine, es gibt doch so... Manchmal sind doch diese ganzen schwarzen Main-Character immer so... Also
die neu hochgebracht worden sind, die man vorher nicht so kannte, wie hier, wie heißt der, Black Panther oder so. Mhm. Das ist ja ein Comic, der nicht so bekannt ist. Der war jetzt nicht so wie Superman, Batman und so. Ja. Und das ist aber einer der erfolgreichsten Filme des letzten Jahrzehnts. Eben, Filme, also. Genau. Und deswegen gab es diesen Hype nicht so krass, weil, okay, Black Panther war schon immer schwarz, so, und okay. Aber so eine wichtige Figur wie Ariel, ich finde, sie war schon wichtig im Disney-Franchise, dass man sie jetzt schwarz quasi gemacht hat, was man nicht gewohnt war, ist, wie bumst ist ein großer Schritt. Eigentlich? Um mal eine wichtige Frage zu stellen. Es ist ein Spoiler für einen Film, also sie wird ja irgendwie zu einem Mensch vorübergehen. Ja, ja, aber ohne Mensch zu sein, die müsste ja auch irgendwie, hat die da irgendwo die so eine Kloake da irgendwo oder was? Die Leichen. Weil das habe ich in dem Animationsfilm habe ich da nichts gesehen. Ja, die werden bestimmt Kloaken haben, die hat richtige Fische auch. Ja. Untenrum. Dann will ich das bitte aber auch animiert gesehen haben jetzt. Du meinst, so eine na, ist doch jetzt ja fotorealistisch, oder nicht? So eine Kloaken-Sex-Szene, meinst du? Naja, klar. Warum nicht? Oder oral vielleicht auch, dass die oral das Sperma aufnehmen. Mhm. Schlucken, dann kommt das irgendwie raus, keine Ahnung. Jetzt sexualisieren wir hier diese arme, schwarze Schauspielerin schon, also was soll denn das? Ich habe Ariel allgemein gerade sexualisiert. Das stimmt. Auch die rothaarige, weiße. Rote Haare sind halt schon gut. Ich kenne halt keine schwarzen Frauen mit roten Haaren. Das ist halt schon schlecht, ne? Ich kenne aber auch keine Asiatin mit roten Haaren, oder? Gibt's das vielleicht? Also gefärbt kenne ich. Ja, gefärbt zählt ja nicht, weißt du? Aber es gibt ja auch so in diesen ganzen DNA-Geschichten auch so dominante Faktoren. Also braune Augen ist dominant, so schwarze Haare, dunkle Haut. Und geht das überhaupt, dass man als dunkelhäutige Person rote Haare haben kann, natürliche? Naja, ich glaube, das geht halt schon in irgendeiner Form, wenn deine Eltern halt sich in dieser Form zusammenfinden, aber das wird halt immer, also du wirst nicht so eine richtig tief schwarze Haut haben. Hm. Und dann, also es gibt bestimmt da irgendwie, wenn du, ich google einfach mal, wenn du das nächste erzählst, google ich einfach mal gegen. Sehr gerne. Für wissenschaftliche Zwecke, Black Woman Red Hair. Ich kann einen Spartipp geben, denn was auch gerade das Thema der Woche für viele Menschen ist, ist die Nebenkostenabrechnung. Und habe ich jetzt gelesen, dass man Nudeln mit einem Wasserkocher aufkochen soll, nicht mit dem Herd. Also nicht mit der... Es trifft sich halt in der Mitte. Also die roten Haare gehen eher ins Braun und die dunkle Haut geht auch eher ins helle Braun. Aber es fällt nicht sofort auf, ne? Es ist schon rötlich, aber es ist jetzt nicht das Gleiche. Aber es sieht hübsch aus. Ja, rote Haare sind halt exotisch, aber auch nur, weil 3% aller Menschen nur rote Haare haben und das ist dann halt... Und blond ja auch sehr wenig, ne? Und Ed Sheeran sieht halt scheiße aus. Und dann freut man sich. Aber er kann doch so schön singen. Weißt du, von diesen 3% ist dann halt auch nochmal Leute, die hässlich sind und dann sind diese wenigen schönen Menschen noch wertvoller einfach. Ich hatte einen Kumpel, der mal gesagt hat, es gibt so zwei Kategorien von Rothaarigen, potthässlich und wunderschön. Dazwischen gibt's gar nichts, hat er immer gesagt. Das ist bestimmt auf irgendeiner Farbe. Das ist jetzt irgendwie, Gingeristic ist das. Offenweise bestimmt. Oh. Aber mein Spartipp, Robin, ne? Ja. Nudeln kochen mit einem Wasserkocher. Klingt gut. Und nicht mit der Herdplatte. Aber das der spart Wasserkocher, krass Energie. Der Wasserkocher müsste halt relativ groß sein. Aber warte mal ganz kurz, Tino. Also, wenn ich Nudeln mache, mache ich sowieso erstmal mit dem Wasserkocher das heiß und kipp das dann in den Topf. Und dann dauert es ja auch nur noch ein paar Minuten. Machen wir auch manchmal, aber nicht immer. Also den von 0 auf 100 den Ofen da zum Kochen zu bringen, das dauert mir viel zu lange. Nein, wir kochen meistens auch noch dann parallel die Soße dazu und dann macht es, also ist es manchmal so, wir lassen uns halt Zeit bei der Soße, bis die Nudeln fertig sind. So, dann ist es immer genau richtig. Nee, immer Wasserkocher. Aber in meinen Wasserkocher, da würden gar so viele Nudeln gar nicht reinpassen. Also ja, nicht da rein, du musst halt... Also doch, ja, doch ja, schon. Also nicht ja, dann mache ich es ja schon immer so. Nicht eben so mit dem Wasserkocher. Also Tino, ich habe bis jetzt immer Rückzahlungen bekommen von meiner Nebenkostenabrechnung, ja? So. Hatte ich bisher auch immer nach. Ich heize aber auch nie. Mhm. Und ich sitze halt hier lieber in Decke und sage... Oh. Aber wie machst du es denn im Bad? Ich meine, da ist doch wichtig, dass man irgendwie Trockenheit und Wärme erzeugt. Aber das Bad ist ja von Natur aus schon immer relativ feucht. Und man kann ja auch nicht durchlüften im Winter, weil es ja so kalt ist. Klar, kannst du durchlüften. Aber wenn du hier Bad auf hast, da Küche, dann zieht's durch. Aber nass und kalte Luft ist doch voll der Schimmelsupporter, oder? Nass und warm, hätte ich gedacht. Nee, du sollst ja eigentlich dein Bad so ein bisschen aufwärmen, damit halt kein Schimmel entsteht. Dachte ich immer. Es wärmt sich ja dann sowieso auf durch die nächste Badewanne. Ja, das ist ja auch wieder so ein Ding, weißt du? Badewanne ist auch mega teuer. Ja, mach's ja nicht jeden Tag. Ich auch nicht. So. Nicht mehr vor allem. Weißt du, wer ganz viel baden kann? Nee. Die scheiß Assis in Italien. Den kannst du es nämlich nicht recht machen. Weißt du, vor ein paar Wochen heißt es noch,
unsere Flüsse trocknen aus. Und jetzt haben sie Überflutungen, verschiedene Leute sterben. Und dann, wir haben so viel Wasser, wir wissen nicht, wohin damit. Sag mal. Wie das machst du? Was soll die Scheiße? Wie du es machst. Die Italiener wieder, ne? Erst damals noch bei Corona. Hier, ganz viele Leute sterben. Ja, und jetzt dann ist gar kein Tod mehr. Ja. Schade, langweilig. Was soll denn die Scheiße? Was fällt denen ein? Hab ich nicht mitbekommen. Jede Woche eine andere Scheiße in Italien. Also gar nicht mitbekommen, dass sie eine Flut hatten. Ja. Siehst du, wenn nämlich WM nicht ist, kriegst du von Italien nichts mit, ne? Stimmt tatsächlich, ja. Aber auch jetzt in Katar, die WM ist wohl völlig daneben. Also auch die ersten Tests, die sie gemacht haben, gingen voll in die Hose mit so Technik und so weiter. Wird eine scheiß WM. Also ich guck's eh nicht. Aber auch viele Fans sind wohl jetzt schon sehr enttäuscht. Wird eine Katastrophe. Ja, also mir fällt es relativ leicht, die Katar-WM zu boykottieren, weil an sich schlägt mein Herz gar nicht für Fußball. Aber wenn ich mich darauf einlasse, dann kann ich das so richtig, kann ich mich richtig rein investieren. Ich hatte das nicht. Zur EM, glaube ich. Das war ja dann vor 2 Jahren demnach, wo ich mich, nee, warte, war es vor 2 Jahren? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war da nicht. Corona. Ja, und wo ich mich dann so richtig reinfuchsen konnte, als Kroatien gewonnen hat, das war wahrscheinlich EM. So. Wo ich dann so für Kroatien mitgefiebert habe, weil die so ein Underdog sind. Da war ich richtig drin. War ich einfach richtig drin, obwohl mich Fußball einen Scheiß interessiert. Und dann ist aber auch wieder gut hinterher. Kann ich nicht sagen. Ich hatte auch immer im Studium so gute Freundinnen und Freunde, die Fußball geschaut haben, auch zur WM. Ich saß immer am Handy dann währenddessen so. Ich war halt wegen der Gesellschaft da. Anpfiff, Tino am Handy. Dann Halbzeit, wieder unterhalten, so mitgemacht und gequatscht. Aber ich finde Fußball so unendlich langweilig. Na gut. Was nicht langweilig ist, ist natürlich Half-Life 2, das wissen wir alle, Tino. Ne? Eines der besten Spiele, weil... Absolut. Na, zweimal Half-Life ist ja ein Live quasi. Richtig, ganzes, ja. Und es ist super. Ja, das ist ein ganzes Live. Wenn Leute sagen, du scheiß Nerd, get a life, dann sagst du halt, okay, nehme ich Half-Life 2. Und so, genau. Ja. Half-Life 2 natürlich, wie Tino auch weiß, einer der besten Ego-Shooter, die je gemacht wurden. Absolut. Die Welt wartet seit Jahrzehnten auf einen Nachfolger. Indirekt gab es den natürlich mit Half-Life Alyx, ein VR-Spiel. Aber nein, jetzt ist auch ein Half-Life 2 VR-Fanmade-Mod gratis auf Steam. Das heißt, du kannst dieses legendäre Spiel auch aus dem Jahre 2004, was das beste Spielejahr aller Zeiten war, dieses Spiel kannst du jetzt komplett in VR durchzocken. Ich habe leider gerade kein VR-Setup mehr und würde das sehr gerne machen, kann es aber gerade nicht, denn es ist wirklich for free. Und es ist krass. Wirklich, also das hat damals wirklich Ego-Shooter revolutioniert, weil du hast zum einen halt ganz normal Ego-Shooter, schießt halt rum und so, hast aber dann die Gravity Gun und davon hast du bestimmt schon mal gehört, ja, klar. Oder gesehen. Ja, sicher. Kannst verschiedene Gegenstände so ansaugen und wegschießen und so und dadurch entwickeln sich richtig geile Rätsel einfach. Wo du und die Rätsel waren echt einzigartig. Ja. Du hast wirklich in-game so Physikrätsel gehabt, weil das hat wirklich, also wenn da eine Kiste auf eine Wippe fällt, dann ist das halt auch ein Katapult, so, weißt du? Das funktioniert alles so, wie es in echt funktionieren würde. Und dadurch machst du halt zum Beispiel oben, machst du was rein, dann geht das hier um und dann sieht man jetzt nicht, was ich hier darstelle, aber dann hast du eine Hebelwirkung und dann schaltest du was um und dann ist die Brücke da und es war alles logisch. Und das halt vor 20 Jahren mit dieser Gravity Gun. Super geil. Ich gähne gerade aus Müdigkeit übrigens tatsächlich. Um es transparent zu machen, es ist gerade Samstag, es ist 10:30 tatsächlich. Ja, 12 Stunden vor Release nehmen wir hier auf. Quasi. Das gab's noch nie. Ich habe noch nie so einen backfrischen Podcast für euch. Ja. Weil ich war auf dem CSD heute in Altenburg. Und es war so kalt und so nass und... Das war also in schlimm. Kaltenburg, könnte man sagen. Es war in Kaltenburg, ja. Mhm. Und war auch nicht gut organisiert leider irgendwie. Also, die geben sich Mühe. Also das Ordnungsamt hat dem so viele Steine in den Weg gelegt, dass die Stände von den AIDS-Hilfen und queeren Vereinen, die waren so abseits, dass Menschen das gar nicht wussten, dass Stände da sind. Die Menschen haben vergessen, dass es AIDS gibt, ne? Eben, du wusstest es gar nicht mehr. Ach stimmt, AIDS habe ich auch noch. Ja. Und die Hauptbühne war halt ganz woanders. So. Du musst echt ein bisschen laufen bis dahin. Und laufen musstet ihr? Du musstest echt dahin laufen, das ja. Das ist asozial. Also laufen stimmt. Sollte abgeschafft werden. Keine Frage. Und deswegen war es ein bisschen langweilig die erste Zeit. Bis dann die Interviews kamen mit den Ständen. Da haben wir dann gesagt, ja, kommt mit mal hier rüber so. AIDS-Hilfe, wir haben Kondome. Queerweg ist kommt da. Kommt her, so. Wir haben Kondome. Das zieht bei den Leuten ohne Spaß. Oh. Und da kam ein riesiger Schwung zu uns. Da konnte man ein bisschen Kondometer verteilen. Wir haben so, also es gibt so Streifen, in dem du deinen Penis messen kannst, die Breite. Nennt sich Lineal. Nee. Ist eine alte Erfindung. Nee, es ist halt, um die Breite zu messen, so ja, einen Durchmesser. Ja, den Durchmesser. Und das ist wichtig für das Kondom, weil wenn deine Kondome zu groß sind, dann rutscht dein Kondom. Wenn die zu klein das sind, das Problem kenne ich nicht, die Tino. Ich kenne nur zu kleine Kondome. Die kennen wir alle, so. Ja. Keine Frage. Es gibt keine kleinen Penisse und keine... Die engen Kondome kauft eigentlich keiner. Hm.
Die werden nur gemacht, einfach um... Kondum sind die. Die sind echt Kondum, genau. Ja. Das sind echt dumme Kunden. Die gibt es nur, um halt die mit den großen Penissen noch mehr zu pushen. Ja. Für das gute Gefühl. Apropos gutes Gefühl. Was ist denn schon wieder in Bayern los? Warum ist denn jetzt schon Oktoberfest? Sind die völlig bescheuert? Ist in Bayern jetzt irgendwie 2 Wochen im Voraus? Das ist doch jedes Jahr so. Das wusste ich halt nicht. Da war jetzt Eröffnung und da gab es den einen oder anderen Skandal. Oh, die haben alle keine Maske, kommen wir gleich zu. Mhm. Aber sind die Bayern schon völlig bescheuert? Ich werde meinen Geburtstag jetzt auch immer 2 Wochen im Voraus feiern. Kannst du doch machen. Oh, das Oktoberfest im September. Seid ihr dumm? Können doch Weihnachten heute feiern oder morgen. Ja, mach das. Mach ich. Bescherung. Ich habe ja hier so ein schönes Spiel von meinem Bruder gekriegt. Danke, zu Weihnachten. Also ich mir so denke, Alter, so ein Maß Bier kostet ja auch irgendwie 1000 Euro, ne? 13,80 Euro. Ich weiß nicht, was ein Maß ist. Das ist halt so ein naja, wie viel ist das? 2 Liter oder wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich guck mal, was ein Maß, was da... Und das Ding ist halt, wer sich so ein Bier leisten kann, der sollte auch keine Energiepauschale bekommen. Hm. Also die regen sich alle auf, oh, die Heizkosten, heißer Winter. Kalter, das sind dann die gleichen... die auf die Straße gehen mit der AfD und gegen die böse Regierung wettern, dass die uns kein Geld geben für Heizkosten. Ja. Dann sauf kein Bier, wenn du kein Geld hast. Also ohne Spaß, das finde ich ein krass. Maß ist wirklich nur 1 Liter? Echt so wenig? Also es war irgendwie ursprünglich 1,069 Liter. Und jetzt ist es aber wohl genormt, entspricht sie genau 1 Liter. Und dafür 13 das ist Euro. Ja absurd, und ich finde, wer sich das leisten kann, der hat keine Angst vor der kommenden Nebenkostenabrechnung, ohne Spaß. Warum hast du die halt schon bekommen, weißt du? Die haben die vielleicht noch gar nicht bekommen, Tino. Stimmt. Dann können sie ihre Miete und ihre Alter, Nebenkosten mit 13, bezahlen. Ich dachte halt wirklich, das ist mindestens 2 Liter, aber es ist 1 Liter für 13,80 Euro. Ja. Da sind dann bestimmt auch noch Sternburger drin in dem Scheiß. Oder einfach nur Pisse mit Kohlensäure. Das ist ja insane. Und es gab auch eine Meldung, dass es jetzt auch zum ersten Mal vegane Weißwurst gibt. Mhm. Dort gab es auch viele, viele Beschwerden darüber. Leute, Überraschung, ihr müsst sie nicht essen. Es gibt auch noch die richtigen Weißwürste. Nee, das stimmt nicht, Tino. Die werden da alle gezwungen. Die kotzen nämlich alle. Diese ganzen Bilder von diesen kotzenden Leuten auf dem Oktoberfest, das ist alles, weil die vegane Weißwurst fressen müssen. Und gebumst auch, ne? Das ist auch immer so ein Vorteil. Auch. Die bumsen wohl immer auf diesen Wiesen da und da wird immer so... Ja. Die pissen vor allem in diesen Zelten drin und so. Da gibt es schon gute Compilations. Also das ist das Highlight immer des Oktoberfests. Piss-Videos. Piss-Videos. Cool. Love and Piss. Nein, hinterher gibt es dann halt so Compilations, wie Leute halt irgendwie so einen Blowjob unterm Tisch kriegen oder völlig besoffen, halb im Koma liegend irgendwie auf dem Tisch rumkotze. Und da pisst halt einer irgendwie zwischen tanzende Leute. Das ist dann immer ganz witzig. Wenn die Afghanen zu uns kommen, die können sich nicht benehmen. Die haben keine Kultur. Keine ne? Kultur, die ne? müssen ja erstmal lernen, ihr schönen Maß Bier für 13,80 zu kaufen. Erst wenn du auf dem Oktoberfest warst, den runtergeholt hast dort und mindestens 3-mal gekotzt hast, dann bist du ein echter Deutscher. Ja. Vorher nicht. Nee, wie wir im Österreich-Podcast schon gesagt haben, einfach Bayern raus. Ja, raus. Komplett. Raus den Schuppen. Ich war da noch nie, also ich war mal in Erfurt auf dem Oktoberfest, da gab es auch so eine Abwandlung, aber nicht irgendwie jetzt da was bezahlt, einfach nur so ein Markt irgendwie, der war relativ offen, da war ich mit 2 Freunden da, hab so ein bisschen rumgedanced und hab da eine Cola getrunken, es ist halt einfach nicht meins. Cola trinken. Genau. Hasse ich auch. Eben, aber das Bier war zu teuer. Ja. Gut, also Jules, wir haben es angesprochen. Ich würde jetzt nochmal kurz zu einer Sache kommen, die halt nicht ganz so happy-go-lucky ist. Ich weiß nicht, wie ich dir das verpacken soll, dass du weiterhin dieses bezaubernde, herzerwärmende Lächeln auf den Lippen trägst, Jules. Also da gab es nämlich so ein... Also schalt jetzt ab, ciao. Nein, also vielleicht hörst du auch noch weiter zu, aber ich guck mal. Es gab nämlich so einen neuen, ganz großen, wichtigen Report, und zwar Armstrong McKay... Frag mich nicht, welche Uni irgendwas, Science 2022, gibt es ein großes Paper, ne? Und da ging es um 16 Tipping Points, was die Klimakrise angeht. Mhm. Also quasi Points of No Return. Ich finde einfach kein deutsches Wort dafür. Kipppunkte. Kipppunkt, schwer. Ja. Das war jetzt wirklich ganz schwer für mich zu finden. Das musste ich mir erstmal herleiten. Rechenweg bitte aufzeigen. Und ja, also wir sind aktuell ja bei 1,1 Grad. Level of Warming, also im Vergleich zu vorindustrielle Zeit, ne, kennt man ja. Und diese Tipping Points wurden halt genau analysiert, von wann bis wann die ungefähr eintreten. Und man sieht hier diese Sache mindestens erreicht werden, hier in diesem Fall
ja, 0,8 oder sowas, der erste Tipping Point, das ist das Greenland Ice Sheet Collapse, also das von Grönland das Eis halt nach und kollabiert. Nach kollabiert, kollapst, genau, prolapst könnte man auch sagen. Und das ist halt ein Bereich, in dem es wahrscheinlich ist, der geht jetzt hier von ungefähr 0,8 bis 3,1, würde ich ungefähr sagen. Ah, okay, ja. So, aber irgendwo in diesem Bereich ist halt genau dieser Punkt, wo dieses Event nicht umkehrbar ist. Das ist ein Kipppunkt. Und da geht es halt um 16 Kipppunkte. Und wir sind bereits bei 4 drin in diesem Bereich. Ich weiß gar nicht, warum Barents Sea Ice Loch, Sea Ice Loss, ich weiß gar nicht, was Barents Sea ist. Das ist da irgend so ein Meer wiederum. Stimmt. Barents, finden wir gleich raus. Das hat nicht mal so einen Bereich, das hat irgendwie einen relativ klar definierten Punkt. Und da befinden wir uns auch schon bald. Ganz, ja, stimmt. Und wir sind gerade auf jeden Fall eher so Richtung plus 2, plus 3 Grad. Und wenn wir uns mal auf dieser Skala angucken, was bei plus 3 Grad dann alles, dann sind wir nämlich bei 14 von 16 Tipping Points, die da wahrscheinlich bis schon längst passiert sind. Und das ist ein großer Spaß, also da steht da noch sowas wie, dass der Regenwald, der Amazon Rainforest ausstirbt oder dass der Permafrost, der nördliche Permafrost kollabiert und so weiter. Ganz unten ist dann East Antarctic Ice Sheet, also in der Antarktis. Das kommt dann ganz spät. Das kommt erst bei 5 Grad plus. Da müssen wir uns noch keine Gedanken drauf machen. Ja, easy. Aber jetzt also so Tropical Coral Reef Die-Off. Da sind so ein paar Sachen, ne? Northern Permafrost Abrupt Thaw. Das ist natürlich auch so eine ganz tolle Geschichte. Das ist ja das, wo, also unter Sibirien und so, wo dann noch mehr, das ist ja dann so ein exponentieller Wachstum, wo dann noch mehr von Methan und CO2 ausgelöst, freigesetzt wird. Das ist ein großer Spaß. Da gab es auf jeden Fall eine ganz große Veröffentlichung diese Woche. Da könnt ihr euch mal richtig schön reinlesen in den Spaß. Ganz toll. Ich war zu einem Vortrag vor ein, zwei Wochen zum Thema Klimakrise. Da hat auch eine Wissenschaftlerin gesagt, dass es irgendwann passieren kann, dass wir durch den Klimawandel keine Schokolade mehr haben. Jetzt, Tino, jetzt hast du es. Jetzt noch ist nicht. Die Spitze erreicht. Und kein Bier. Ach du Scheiße. Auch das Bier kann irgendwann nicht mehr produziert werden. Aber jetzt hat er begründet wegen der Rohstoffe so, dann gibt es kein Bier mehr. Und das sollte spätestens ein Argument sein, dass man anfängt, hier aufzuhören. Anfangen aufzuhören ist immer gut. Aufhören anzufangen wäre halt auch gut beim Rumsauen. Aber ich habe das jetzt so ein bisschen ironisch formuliert, aber im Grunde wäre das halt wirklich der strategisch richtigere Move zu sagen. Weil wenn man jetzt hört, ey, hier in Italien, da gab es Überflutung, weil krass tropischer Regen irgendwie eine Woche lang und so. Das interessiert halt hier keinen Schwein. Nee. Weil Italiener, mein Gott. Ja. Kann auch hier Pizza essen und Lasagne. Eben. Türkische Pizza ist doch eh viel besser. So. So. Und das Ding ist aber, wenn du wirklich, du musst die Leute da treffen, wo es wehtut. Und das ist, wir haben Oktoberfest, das ist das Maß. Ja. Wenn das Maß nicht mehr voll ist, sondern leer für immer, dann gibt es auch kein Oktoberfest mehr, Leute. Dann kriege ich keine Piss-Videos mehr. Dann trinken die vielleicht Wodka oder so auf den... Na, das wird auch schwierig, glaube ich. Und das ist wirklich die Kommunikation, die man wählen muss, glaube ich. Man muss den Leuten sagen, hey, keine Schokolade, kein Alkohol, keine Nordsee, keine Ostsee, hä? Kein Sylt. Und Leute, es gäbe auch die Grünen nicht mehr, wenn wir das Klima im Griff hätten und die Umwelt. Das stimmt. Das ist das Beste, was wir machen können, um diese scheiß Grünen, ne? Einfach endlich ihre Wünsche erfüllen. Ihre Wünsche erfüllen. Einfach den Planeten wieder zu einem bewohnbaren zu machen und dann verpisst sich der Habeck nach Hause und frisst sein Müsli mit Wasser weiter. Ja. Dann redet der nie wieder über irgendwelche komischen Insolvenzwellen. Wenn das nicht genug Grund ist, dann weiß ich auch nicht. Richtig. Aber machen wir dann auch jetzt alle Ausländer tot, damit die AfD wieder weggeht? Weil dann ist ja Deutschland wieder gut. Oder nicht? Also ich muss der Logik jetzt noch ein bisschen folgen. Ja, ich auch. darüber reden wir später. Okay. Was ich ganz spannend fand, ich habe einen Tweet gelesen von Kim.com. Ich dachte, er ist im Gefängnis. Kim Kardashian heißt der jetzt. Kim Jong-un. Nee, Kim. Ach, der hat doch Geld, der kommt doch nicht ins Gefängnis. Quatsch. Sonst wäre doch Prince Andrew auch im Gefängnis. Er hat ja nicht wegen Mega-Upload Mega-Ärger bekommen. Klar,
Aber was soll's? Wurde nicht ins Gefängnis geladen? Nee, der war schon auf jeden Fall echt oft im Gefängnis und länger und vielleicht ist er jetzt mal wieder frei. Also es war so ein übelst langes Ding. Ich glaube, der hat gerade, ich weiß nicht, ist das Asyl? Nee, das ist nicht Asyl. Wie heißt das? Auch so ein Zufluchtsding in Neuseeland, Australien, irgend sowas. Aber da ist auf jeden Fall immer irgendein Verfahren am Laufen. Ah, okay. So. Und was, der sagt mal Er wieder hat was, ja? getweetet und zwar zuerst, liebe Sarah Wagenknecht, liebe Alice Weidel, lasst uns zusammen Deutschland retten. Ihr seid beide Spitze. Gruß aus Neuseeland, Kim. Ah, siehst du da Neuseeland? Danach die Rettungspartei. S. Wagenknecht, Alice Weidel, Kim.com. 20% beim ersten Anlauf. Okay, das ist jetzt die neue coole Partei, ja? Das sind zwei, naja, das sind zwei Sachen, die mich da, die ich spannend finde. Und zwar Alice Weidel, AfD, Hm? Sarah Wagenknecht, Linke. Naja, Okay, die Thematik kennen wir ja so ein bisschen. sie ist in der Linkspartei, die am rechten Rand steht, so, die Putin in den Arsch gekrochen ist und die sehr viele rechte Thesen vertritt, tatsächlich. Und ich meine, wenn Kim und ganz viele auch AfDler wünschen sich tatsächlich Sarah Wagenknecht als Kanzlerin. Und das ist doch interessant. Und fordern, dass Wagenknecht austreten sollte und in die AfD eintreten sollte. Das zweite ist, Kim.com will eine Partei gründen. Ja, ist der dumm? Also ich google mal eben, was das Ende von Neuseeland ist, aber bestimmt nicht .com, du dummes Schwein. Aber was Das will ist da der? bestimmt NNU oder NS. Aber ich denke mir, was will er denn? Also, er lebt ja nicht in Deutschland. Ja. Warum will er das überhaupt retten? So, das ist so eine Frage. Und wie er ein. NZ? Warum heißt denn der nicht Kim.NZ? Ist der Stimmt, dumm? stimmt. Hat die Domain nicht geändert. Ja. Ja. Und was will er eigentlich? Also, wie steht er politisch eigentlich? Ich dachte eigentlich, dass er irgendwie cool wäre. Ich habe mich mit ihm nie befasst. Er war in meinem Kopf immer so ein cooler Dude irgendwie. Ja, wissen ja, der ist eine sehr kontroverse Person. Klar, der ist cool, weil der zockt immer CSGO. Das ist ein cooler Dude, der ist einer von uns. Aber der ist halt genauso ein übelster Bobby auch einfach. Und oh, ich habe hier ganz tolle Sportwagen und guck mal, wow, und ich habe hier eine Villa und also so richtig übertrieben damit am Protzen und so. Das ist ja, Der ist auch mega reich, es ne? ist halt wie dieses Angry German Internet Kid, wie heißt hier? Ich will Unreal Tournament spielen. Ja. Echter Gangster. So diese Figur, die der damals gespielt hat, dieses gemobbte Kind quasi, ist jetzt groß und Das ist er quasi. Kim.NS. Ja. Das ist spannend. Nee, das fand ich ein spannender Tweet irgendwie und habe ich nicht damit gerechnet von ihm. Aber ich kenne ihn, wie gesagt, nicht. Ich kann auch sein, dass er einfach relativ konservativ oder rechts sogar ist oder wirtschaftsliberal, keine Ahnung. Aber das fand ich schon überraschend. Naja, Wir also kommen zum ich, Ende ja, ich übrigens. bin durch, die Zeit ist durch, wir sind alle durch, es ist spät, wir müssen jetzt beenden, weil sonst können wir gar nicht mehr den Podcast zusammenschneiden. Ich habe aber auch einen richtig geilen Song, vielleicht machen wir das, nachdem wir die Wertung vergeben haben. Ich gebe nicht so viel. Ich auch Die nicht. scheiß Queen, letzte Woche Immer wollte noch sie ja auf eine tot. 10, aber sie, also es hat sich nichts verändert an ihrem Status. Wenn sie wieder aufsteht, gebe ich eine 11. Okay, Also dann gebe ich danke. eine 11, da hast du mich am Sack. Aber so kann ich diese Woche eigentlich nur eine 2 geben, maybe. Ja. Ja, also mehr ist da nicht zu holen. Ich überlege gerade ein bisschen, aber ja, zwei, mehr ist Ich nicht guck gerade. passiert. Es ist jetzt nicht nichts so mit Oktoberfest und Flut in Italien, aber Na gut, mein Ariel ging Gott. schon sehr viral, ne? Muss man auch Ja, aber sagen. das ist doch dieses same old, das kommt doch, jeder dritte Film löst jetzt gerade sowas aus und das ist doch Ich würde einfach gerne wissen, wie die langweilig. Reaktionen wären, wenn sie Titanic neu verfilmen und das Schiff schwarz angemalt ist. Oder an einen Vulkan dran stößt und nicht an einen Stimmt, Eisberg. stimmt. Ist das dann Blackfacing von diesem Eis? Nee, es kann gar nicht mehr an Eis dran ballern, weil es gibt ja kein Eis mehr da oben. Ist ja alles Siehste? weggeschmolzen. Siehste? Sagen wir zwei, ja. Ja. Ist ein Extrem, aber finde ich gerechtfertigt. Und ich guck mal, ich mach Spotify auf. Ein persönlicher Playlist-Rekord. Die Leute lieben deine Playlist. Brennholz unter Musik hat 22 Likes. Tipp Alter. auf drei Punkte, um sie zu teilen. Hammer. Schließen. Er teilt natürlich nicht. Ganz Meine deutlich. erfolgreichste Playlist auf Spotify, aber auch nur eine, die für mich ist, so, also die ich öffentlich gemacht habe. Deswegen, aber geil. Leute, folgt rein, Brennholz unter Musik bei Spotify. Wir müssen es auch in die Beschreibung packen bei Ich habe es YouTube. jetzt, wenn ihr das hört und ich es nicht wieder vergessen habe, aber ich schneide jetzt direkt nach der Aufnahme, also werde ich es nicht vergessen. Nehmt mich beim Wort. Es Ankündigung ist jetzt vorhin. in den Standardeinstellungen drin, dass ja jedem Upload zumindest auch die in der Beschreibung drin ist, die Liste.
Aber wäre halt auch geil, wenn das in diesem Linkfire-Ding wäre. Da geht's in nicht. Form. Aber kannst du nicht jetzt quasi Linkfire, was weiß ich, eine Google-Adresse, die dann wiederum aber zu dieser Playlist Nee, oder so? du musst angeben, wohin dein Link führt quasi. Und man Zu einem kann. anderen Linkfire, was dann? Das würde vielleicht. Oder ich mache meine. Ich habe ja auch eine Domain, tinoranacher.com. Ich mache robinosterafu.tinoranacher.com. Das ist dann die Playlist. Das kann ich machen. Okay, Das wenn geht. das Aber ich geht. könnte nur einen Spotify-Link einfügen. Voll dumm. Was ist dein Song für die Playlist, Robin? Mein Song ist ein sehr, sehr wichtiger, denn es geht hier um ein tolles Musikvideo, in der Gia Karanji zu sehen ist, ihrer Zeit Heroinsüchtige, die dadurch in die Prostitution getrieben wurde, war aber das allererste Supermodel-Tino, mit 26 Jahren gestorben, denn sie hat eine Lungenentzündung gehabt. Dann hat man festgestellt, oh, die Dame hat AIDS. Und Oh, dann ist sie gestorben. AIDS, wer ist das kennst du. mal zu mir gekommen? Das hat aber damit gar nichts zu tun. Sie kommt nämlich nur im Musikvideo vor von Blondie mit Atomic. Oh, Blondie, Und das ja, hat Atomic. einfach alleine die Stelle mit Your Hair is Beautiful, wo einfach alle Harmonien ineinander greifen, sodass dir das Arschloch hochkriecht und dich da ganz doll kitzelt. Und das ist einfach ein Banger-Song. War natürlich auch in GTA drin, wir kennen es alle. Einfach ein Brett. Und das ist auch in meinem neuen Skate-Video drin, dieses Lied, was morgen auf Instagram, also heute auf Instagram, veröffentlicht wird. Toll. Wow, krass, okay. So ein Banger. Ich habe versprochen Roland Kaiser. Und es gibt einen Song von dem, den ich schon als Kind übelst gefeiert habe. Kennst du die Serie Dr. Stefan Frank? Der Ich, Arzt, ja, dem die ich, Frauen ja, vertrauen? genau, ich kenne diesen Spruch, aber nein, ich habe Und nie geguckt. die Titelmelodie war ein Roland Kaiser-Song, nämlich Alles, was du willst. Das beginnt mit den Worten: Ein Ende kann ein Anfang sein, Sehen wir auch gerade für in dich. London ein ganz toller Anfang mit King Neuer Charles. König so. Und dieser Song ist einfach ein Banger. Und es ist die richtige Version. Ich darf sie ganz kurz Ich anspielen, finde das stimmt's? so geil, wie schizophren diese Playlist ist. Ja, genau, ist die richtige Version. Wie Von schizophren diese 2004. Playlist ist, was da alles für kreuz und quer an Songs drin ist. Also wenn man die sich am Stück durchhört, das wird ja auch von Woche zu Woche schlimmer. Also irgendwann platzt ja echt kompletter Schädel. Es soll ja auch so sein, finde ich. Ja. Macht ihr am besten auch Shuffle vielleicht auch. Ja. So, und wir können. Das Oder. ist so eine richtig schöne Junior-Tüte. Ein richtig einfach Überraschungspaket. Oder hört sie einfach durch, also durchgehend an und rekapituliert, warum wir die reingemacht haben. Ja. Roland Kaiser, der neue woke Schlagersänger, der meine Kindheit begleitet hat. Alles, was du willst, ein Riesenbanger-Song, sage ich dir. Geil. Ja. Ja, dann Hammers. Und Damas. Danke fürs Gibt's die Stadt eigentlich Einschalten. noch oder? Damas Damas. gibt's noch hier um die Ecke, da gehe Ach ich mal so, immer ja. Falafel kaufen. Geil. Okay, gut, dann tschüss. Ja, bye bye. Ich höre Roland Kaiser nicht, aber ich höre andere gute Musik. Deswegen Ach, ihr dürft mich gerne Rausschmeißer. besuchen, kommt zum CSD Gera nächste Woche am Samstag. Kommt vorbei. Sag mal, das klingt jetzt echt nach Buchstabieren, was du machst. CSD Gera. Genau. Tschüss. Tschüss.